Ja, es wird sich halt immer beschwert, dass Spiele so linear sind. Und das hier ist im Grunde auch linear. Aber es scheint nicht so. Irgendwie hast du so viele kleine Ecken und Kanten, an denen du im wahrsten Sinne des Wortes hängen bleiben kannst. Dann gibt es die ganzen Secrets und so weiter. Irgendwie scheint es einem nicht so super linear. Gibt es nur meine Wahrnehmung. So, aber wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Jetzt müssen wir irgendwas tun. Oh, hier gucke. Ich bin ja total beeindruckt. So. Und weiter geht's. Und wir kriegen die nächste Waffe. Das ist ja wunderbar. Erstmal ja den Tempel ein bisschen zerlegen, denn das ist unser Modus. Jawohl. Und das nächste Ding. Die ASMD. Wofür das wohl steht? Genau. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Hier runter. Erstmal drücken, dann mal schauen. Ja. Wow, voll stark. Ui. Wow. Was war das denn? Okay. Ah, das ist wieder so einer. Tut er was? Macht er was? Ganz. Oh, wir haben eine Nachricht. Nur ein Krieger, der das Gesicht des Wassergottes berührt hat, darf diesen Tempel betreten. Okay. Das ist doch natürlich sofort klar, was wir damit machen sollen. Aber wir drücken jetzt erstmal Knöpfe wild umher. Und gehen mal hier rüber. Boah, das gab richtig Physik und so. Wow. Oh Mann, das ist ein Schneckenmann. Der Schneckenmann. Ah. Nice. Das war scheiße. So. Das machen wir mal nicht. Ich will mal gucken, was dieser Einheimische mir wieder hier zu. Ha! Ich hab's zumindest weg. So. Nun. Nur ein Krieger, der den Stock der sechs Flammen bei sich trägt, darf die inneren Zeremoniekammern betreten. Sobald du den Stock der sechs Flammen zu fassen bekommst, wird das Steinsegel aufgehen. Was das wohl sein mag. Spoiler ist der Rocket Launcher, aber ich habe keine Ahnung, wo der hier ist. Wahrscheinlich da unten irgendwo, oder? Hier, der Schneckenmann, hat er da so einen Scheiß hochgespuckt? Ey, pass auf, du. Ja, hier irgendwie Feuermodus für Erwachsene. Ach komm, hier geht drauf. Ui. Ich sollte ein bisschen mit meiner Munition haushalten, sehe ich gerade. Ja, geht auch so. Ja, wie kommen wir denn jetzt da runter? Irgendwie Wasser, irgendwas. Damit wir da irgendwie durchkommen, ne? Ich laufe nochmal ein Stück zurück. Die nehme ich mit. Vielleicht mache ich natürlich auch alles wieder umsonst. Wäre nicht das erste Mal. Nope.
Okay, dann werde ich mal versuchen, irgendwie unten reinzuspringen. Okay, liebe Leute, ja, wünscht mir Glück. Und es hat funktioniert. Oh, der Schneckenmeister. Eigentlich ist er ein Amphibien-Dingens. Ich glaube, ich mache mir da gerade viel zu viele Gedanken drüber. So, ja. Ich habe keine. Okay, was steht denn hier? Der heilige Tempel des Nadi-Wassergottes Shazra ist von den Wasserschlangen und den Dämonen, die von den Sternen kamen, überlaufen. Jetzt kann nur ein Messias den Tempel reinigen. Ah, okay. Ich frage mich, wer das ist. Also reinigen tue ich den hier ganz sicher nicht. Aber mal gucken, was so kommt, ne? Das ist ja. Ist ja nice. Ah ja. Blob. Dann schauen wir doch mal, wo uns die Reise hier so hinführt. Ach du Scheiße. Oh. Ups. Ah, okay. Nun ja. So, Freundchen, was los? Immer wenn du einen von diesen Sportsfreunden siehst, dann musst du mal rennen, damit nichts Schlimmes passiert. Bin ich denn hier? Diese Pazifisten, ey. So nichts zu gebrauchen sind die. Hey! Ich bin auch nicht besser. Haben Sie schon mal einen Moskito mit einem Maschinengewehr niedergemetzelt? Jetzt können Sie sagen, dass Sie es haben. So, nun. Seht ihr was? Muni. Munition. Da geht es irgendwie hoch. So eine Collage. Das war irgendwie nicht so ganz überwältigend. Na ja, gut. So. Hopp, hopp. Hey. Alter, was ist denn das hier? Das kannst du doch keinem erzählen. Oh, hier war ich ja schon mal. Nope, das bringt gar nichts. Nun ja, dann schauen wir doch mal, ob wir hier nicht irgendwie eine Möglichkeit finden, uns mal ein bisschen zu heilen. Da unten, glaube ich, gab es nichts. Moment mal, da ist so ein Bäumchen. Momentchen mal. So, der ganz auf. Runter. Bäumchen gegessen. So, nun. Komm auch. Nein, natürlich nicht. Ah ja. Ich bin an die Kreise gelaufen. Ja, das hat's mal vollgebracht, ey. Och, Menno, ey. Was ist denn das heute? So, so. Ah, jetzt komme ich da unten durch. Ah, alles klar. Ich verstehe, ich verstehe. Soll ich runterspringen oder was? Ne, ich glaube mal nicht, mein Freund. Jeez. Ja.
Der Schneckenmann. Halb Mensch, halb Schädling. So. Oh. Shit. Irgendwie ist es ja so ein bisschen. So ein bisschen schwer zu bedienen, muss ich ehrlich mal sagen. Kann man hier hoch? Na, nicht ganz. Okay, dann müssen wir hier unten mal schauen, wo es da weitergeht. Liebe Freunde der Kunst. Ah. Was mag das sein? Einmal auf die Schnute. Ah, Jesus. Okay. So, nun. Das ist etwas labyrinthartig. Aber wisst ihr was, Kerl? Das ist nicht so schlimm. Oh, hier geht's raus. Was macht das nochmal? Tür. Okay. So, was ist auf dieser Tür? Okay. Ah, kann hier rüber. Ah. Da bin ich doch mal dabei. So, nun. Oh. Nice. Hey. Du mal nicht, ja? Ey. War ich jetzt zu gierig auf irgendetwas, was nach irgendwie Wert aussah? Ach, naja. Dann schauen wir doch mal, wie wir hier weiterkommen. Captain, irgendwie. Die Nadi haben einen Raketenwerfer mit 6 Rohren auf einem Altar aufbewahrt, der von diesen Salamander-Kreaturen bewacht wird. Na toll. Er wird Stock der 6 Flammen genannt, wusste ich doch. Ich versuche heute Abend mich hineinzuschleichen, du. Du Schlingel, du. Können wir auch mal speichern, ne? Oh, hallo. Well, das hat ungefähr funktioniert. Ja, 2 von denen. Windschurmschrohflete dann aber richtig, ne? Das hat erstaunlich gut funktioniert. Also, nein. Klettere die losen Steine hinauf. Warum steht das in einem Tempel? Naja. Um die Lagune des Blitzfeuers zu erreichen. Das klingt gesund. Achtung, der Dämon von den Sternen. Kann versteckt in den Schatten. Stimmt. Ein Narr wird bestimmt sterben. Sind wir ein Narr? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir kriegen das hin. Oh, das war ein super Heilpaket. Das ist ja nicht schlecht. Wenn wir mal speichern, nicht, dass das hier alles ja heillos daneben geht. Ich muss schon sagen, dieses Level ist ein bisschen verzwickt. Wer baut denn solche Tempelanlagen, Alter? Oh, na, da gehen wir mal nicht lang. Ach du Scheiße. Ja, schön. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh, ich glaube aber nicht. Puh, na, das ist mir da oben ein bisschen zu fischlastig. Kommt man hier durch? Jupp. Kommt man? Ja, hier kommt man durch. Oh, okay. Okay, Freunde. Was kommt? Versucht's nur. Für die es nicht kennen, das ist der super tolle Power-Modus von dieser Waffe. Die macht irgendwie 5-mal mehr Schaden als normal. Und ist gut. Habe ich gerade beide? Schon mal nicht.
bist du denn? Guck nicht so. Mach doch mal hier. Ja, das hat sie noch vollgebracht. Auch schön. Also ich wäre als Abenteurer so verloren. Ständig über meine eigenen Füße stolpere. Naja. Zum Glück bin ich kein Abenteurer. Das ist ja mal eine tolle Berufsbeschreibung. Von Beruf Abenteurer. Okay, sorry. Wo geht A denn? Nee. Wo geht's hier hoch? Puh. Oh, hier geht's noch runter, ne? Na gut. Oh Mann. Oh na. Oh na. Na gut. So. Ach ja. Moment mal, das kriegen wir doch irgendwie hin. Nur nicht runterfallen. Nur nicht runterfallen. Na dann. Ah. Mosquitos. Nicht schon wieder runterfallen. Bitte nicht schon wieder runterfallen. Ah. Oh Gott, nein. Oh nee. Oh. Das war ja nicht so nice, ne? Ist immer noch hier. Kommt davon, wenn man nicht oft genug speichert. Oder nicht gut genug spielt. Habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, aber ich schieb das mal auf meine sparsame Speicherkeit, Speichersamkeit. Yeah. Ich habe kaum Munition für die. Das ist blöd. Okay, schnell durch. Oh Gott, nein, nein, nein. Ja, ist ja gut. Ich weiß auch nicht, die einen wollen helfen, die anderen haben nur Angst. Keine Ahnung, was hierzulande los ist. So, Freunde, jetzt wollen wir erstmal. Kommst du an die Reihe? Kommst du nochmal an die Reihe? Und dann bin ich so gut wie tot. Gehen wir hier lang. Na? Nein, 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 was ist denn los? Oh, ich bin weg. Hey, immerhin sind hier Bäumchen. Ja, es ist ein Weilchen her. Ich frage mich, ob ich das damals, als ich es gespielt habe, auch so verrissen habe, alles. Keine Ahnung. Das können wir leider nicht rausfinden. Ich würde mal fast sagen, ja. Weil ich es mir noch hier hart gespielt. Ein Beil. Funktioniert sogar relativ gut. Daniel. Ja, ich frage mich, was das macht. Weil gar nichts.
mich auch, wer in einem Holzfass 50 Kugeln in irgendeinem Tempel lagert. Wir werden es nie herausfinden. Da kommen wir runter. Das ist ein sehr komplizierter, das ist aber gut. Das ist aber so eine fremde Kultur. Kommen wir durch. Hey, komm jetzt schnell, so ein bisschen sozial. Ja, genau, wird mal noch eingeschleppt. Das hat immer super funktioniert. Das Leben ist doch schön, oder? Geh auf da. So macht man das. Ich will mal sehr hoffen, dass hier irgend so eine Art Herzpäckchen rumliegt. Oh, guten Tag. Okay. So hat das gereicht? Natürlich nicht. Scheiße. Ja, geht raus. Geht raus. Oh, da ist er. Guck dir das an. Da ist der Raketenwerfer. Mensch. Weißt du was? Ich speichere mal. Was gibt's hier so? Oh. Oh, das ist aber nicht schön. Das ist es definitiv nicht. Da gehe ich erst rein, wenn ich ein bisschen mehr Herz habe. Was ich nicht kriegen werde. Was steht denn hier also? Ein Stock der sechs Flammen kann nur ein. Oh, Scheiße. Nein, 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 nein. Nein. Oh, good Lord. Der Munition muss ich ein bisschen sparsam umgehen. Okay, was stand denn da jetzt? Kann nur ein Krieger erreichen, der im Tümpel des Donners. Das klingt irgendwie nach einer Kanalisation. Jenseits des Obelisks der Wolken gebadet hat. Ja. Bisschen kryptisch, aber das kann man schon hin. Die Pyramide ist der Schlüssel zu der Kammer des Todes. Das klingt auch sehr toll. Dort wirst du mehr Kraft finden für den Stock der sechs Flammen. Power-Ups und so, ne? Pyramide, Kammer des Todes, Power-Ups. Okay. Oh, Scheiße. Jetzt bin ich mal offen hier. Ein bisschen zaghaft vortasten hier. Ah ja. Ah, das ist aber echt sympathisch. Pyramide? Könnte das hier eine Pyramide sein? Zentrum der Pyramide ist der Brennpunkt der Macht von Shizra, dem Wassergott. Mal wieder aufspringen oder sowas? Finden wir es raus. Okay.
Taschenlampe ist das Ding halt auch zu gebrauchen. Okay. So, nun. Wow. Oh, okay. Probieren wir das doch mal. Was gibt's denn hier so Feines? Ach du Kacke. Was Besseres. Wow, das hat so funktioniert. Und das ist Raketenmuni. Das ist gut. Ah, well, die sahen auch schon mal besser aus. Ich glaube, helfen kann ich dir nicht. Nope. Na gut. Ja, das war's so ziemlich, oder? Na gut. Das war hilfreich. Okay. Können wir unten irgendwas machen? Oh, ein Bäumchen. Ja, okay. Hier ist Munition, hier ist ein Bäumchen. Blöd, wenn jetzt hier irgendwie Fische rumschwimmen würden, aber na gut. Die sind immer nicht so. Das sind Fische, aber die tun mir nichts. So. Wie kommen wir aus der Misere jetzt raus? Nö, ich glaube aber nicht. Brauchen die Munition, schauen wir mal. Jupp. Na gut, okay. Scheiße. Dahin. Gut. Damit. Oh, nein, da können wir nicht arbeiten. Ich glaube, ich habe hier genug von dem Raum. Genau. Da muss ich hier drüben wahrscheinlich was machen und dann geht dieser Pfosten da runter. Schneckenmeister. Mehr oder weniger das Gefährt ist, ne? Achtung, diejenigen, die aus den niederen Beweggründen den Tümpel des Donners betreten, müssen sich mit dem Dämon der Sterne stellen. Okay. Der Obelisk der Wolke, jenseits von ihm liegt der Tümpel des Donners. Okay. Muss man in losen Steine hinaufklettern. Okay. Mächtige Kraft kommt von denen, die sich am Tümpel des Donners vom Wasserfall überfluten lassen. Oh. Das klingt nach. Oh. Das klingt. Auf jeden Fall erstmal gut hier. Das klingt nach einem Health Power-Up. Irgendwas. Dingens. So, Freunde. Schauen wir noch mal, was hier so gibt. Nee. Lose Steine hier hinaufklettern, hieß es. Da will ich auch selber. Manchmal wünscht man sich doch drum, wo so eine kleine Handkamera hat. Wo ist die? Ha! Da! Jetzt muss ich mal ein bisschen aushalten mit meinem Flashlight hier. So. Da hoch, da lang. Ah, hier geht's nicht nur da lang. Ach ja, diese Controls sind auch da nicht. Nein, nicht gut. Na gut, dann runter.